Ja, hallo. Willkommen beim Part Nummer 5. Wir haben jetzt die nächste Begegnung vor gegen Nürnberg. Wir haben das erste Spiel gegen Hoffenheim 1-0 gewonnen. Hagi 4,2. Okay, das nehmen wir an. Da kriegen wir locker guten für und ich weiß ja schon wen. Ja, auf jeden Fall, ich muss mich entschuldigen. Momentan wollte ich zwei hochladen, YouTube hat aber gespackt. Dann habe ich drei hochgeladen und jetzt kommt 3 vor 2 und 2 lädt gerade hoch. Und ja, mir tut's sehr, sehr leid, dass ich das nicht irgendwie verkackt habe, aber ich hoffe, wir können einem das verzeihen und ja. Bis 4, ich habe 4 fertig geschnitten und gerendert. Und ja, wir können jetzt einfach so weiterspielen. Und da können wir uns gleich mal einen neuen Innenverteidiger nochmal dazu holen. Diesmal einen, den wir uns kaufen. Rodney wäre interessant. Und vielleicht auch Rajkovic. Allerdings ist er ja eh noch nicht weg und wir können das ja noch kein Angebot machen. Dann machen wir schon mal auf weiter. Natürlich wollen wir unsere Jungs loben fürs letzte Spiel. 1-0 gewonnen gegen die TSG. Jetzt geht's gegen Nürnberg. Ja, jetzt haben wir ihn verkauft und ich habe für Fußball. So wie ich hier. Du kommst trotzdem nicht in die Stadt, du wirst das spielen wahrscheinlich. Auch wenn du uns das Tor geschlossen hast. Und ja, wir kaufen uns jetzt ein aus der Liga und ich glaube, Arne Friedrich wäre eigentlich gar nicht so dumm. Aber dann will ich lieber ein Christoph van Beuten, Friedrich, nein. Marvin Kompea oder Rodney Kompea? Rodney ist ein Jahr jünger, Kompea. Okay, wir holen uns wahrscheinlich, ich gehe mal rein. Johnny Evans, Holger Bartstuber, Santana, Felipe Santana, Tupac. Ja, hier sind ein paar, die man sich holen könnte. Und ich glaube, wir holen uns mal Felipe Santana. Wir können ja mal so viel bieten, 3,8. Und dann spielen wir die nächste Partie. Mein Team managen, gucken, was da ist. Was da los ist. Die Energie ist ganz gut. Energiemann habe ich jetzt hier nur mit. Also nichts Atemberaubendes so. Bei mir braucht das auch auf der Aufwechselbank seine Ordnung. Und wir spielen die nächste Partie. Dann werden wir so spielen. Gegen Nürnberg gucken uns das Team an. Da kann eigentlich jeder noch spielen. Und wir werden wieder am Anfang auf Disney spielen und es wird gleich losgehen in der Arena. Ich werde auch nur ein, zwei Mal schießen in der Arena, damit wir sofort anfangen können. Ich habe überlegt, heute Morgen schon ein Video reinzustellen, habe das aber dann doch nicht gemacht, weil ich meinen Manager privat weitergespielt habe. Und dann fangen wir jetzt an. Jakunan, Schmiedebach, wir müssen auf Defensiv wieder stellen. Und wir sind jetzt an Rodney dran. Dann könnte theoretisch Reno nur auf die Bank oder halt Felipe Santana, Entschuldigung. Oder Felipe Santana halt auf die Bank. Das wird dann in der Innenverteidigung ein ganz spezielles Spiel. Abdelaoui. 1-0 Mohamed Abdelaoui in der 6. Minute. Perfekter Start für uns. Und wie ihr vielleicht seht, es lag nicht mehr so. Und ich weiß auch, woran das lag. Das liegt an Virtual Dub. Ich habe nebenbei Videos geschnitten und das sollte man nicht machen beim Aufnehmen. Ja, schade, weil es dann lag, aber an, ich dachte erst, es liegt vielleicht an Fraps, aber an Fraps, wie auch immer, liegt es nicht. Und ja, jetzt wollen wir mal weiter ums Spiel quatschen. Wie viel 1-0? Schönes Ding von Abdelaoui. Auch wenn
so wie ich spielen will. Natürlich, wir haben Abdullah und Yakunan, das Top-Duo. Die wollen wir einfach nicht so geben lassen. Jetzt mal Kohn. Aber Schmiedebach passt gut auf, mit denen haben wir auch verlängert. Bruno Rausch spielt den Ball auf Yakunan. Das ist Abdullah, der verliert den Ball. Wenn wir für Hagi Felipe Santana kriegen und dennoch unter, was wir ihm verkauft haben, ist es ein fairer Tausch, finde ich. Ich glaube, Hagi hat vorher bei Leverkusen gespielt. Und das ist der Fehler und Zieler mal wieder. Unser letzter Mann mit einer guten Tat. Das kennen wir von ihm schon. Von Folge 4, die momentan noch nicht hochgeladen ist, wo ich das hier schon spiele. Naja. Kohn. Pokertetz. Vollner jetzt. Schulz lässt sich zu leicht beehren und dann kommt er doch noch dran. Schulz, Yakunan. Vielleicht jetzt mal bei Yakunan. Das kennen wir jetzt. Das mache ich gerne. In die Mitte ziehen und dann der Schuss. Schiefer hält. Das wäre fast so. Das war die gleiche Ecke wie das 1-0 fiel. Abdullah kommt nicht ran. Oh, das war aber sehr knapp. Und wir spielen immer noch 4 Minuten in der Halbzeit. Und wir wollen dann auch mal hoffen, dass wir denn Felipe Santana bekommen. Raus! Das war nicht gut. Aber wir spielen wenigstens nach vorne. Das ist ja das, was wir wollen. Und was es nochmal angeht mit Kommentare, Verbesserungstipps und Vorschläge gerne reinschreiben, aber auch positive Nachrichten gerne hinterlassen. Es hat schon einer was in meinem ersten Part geschrieben. Part 3 ist ja gerade erst draußen und Part 2 wird gerade hochgeladen. Ja, dafür entschuldige ich mich nochmal. Abgefällt, schade. Und ja, wir wollen jetzt auch nicht immer, wir fangen immer wieder an, oder ich fange immer wieder an, über meinen Kanal, über YouTube zu reden. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen mehr über Spiel reden. Wenn ich sowas über die Kommentare rede, dann ist es, glaube ich, nicht so schlimm. Aber wenn ich ganz halt irgendwie ein paar Dingens und was ich mache und bla, das nervt dann vielleicht ein bisschen. Naja, Vollner spielt keinen guten Pass. Jetzt Jan Schlau drauf, der nicht voll fit war von der Energie her. Spielt aber trotzdem von Anfang an, weil er genug hat. Locker genug. Der Ball kommt nicht durch, schade. HSV führt auch schon 2-0. Wir führen ja auch hier 1-0. Dank diesen schönen, schnellen Treffer in der 6. Minute von Abdullah. Jetzt mal Feiner. Pogatetz kommt da hinterher. Ja, er kommt zwar nicht mehr ran, aber Ziele auf der Linie ist doch ein guter Rückhalt für uns. Das muss man schon mal sagen. Wollen wir doch mal gucken. Wir spielen auf Pogatetz. Schild. Auf Rausch. Auf Yakunan. Yakunan. Ja, so mein Bruder wahrscheinlich, den ihr wahrscheinlich gehört habt. Er hat mich auch angestoßen. Ja, er hat sich gerade entschuldigt. Ich weiß nicht, ob ihr das alles hört. Wenn, dann wisst ihr jetzt von mir. Yakunan von weit hinten knapp am Kasten vorbei. Da sah Schäfer aber auch wieder nicht gut aus. So schön, da bin ich gerade Gegensätze gekommen. Jetzt habe ich es zum Herangehalten gehalten wahrscheinlich. Das war gerade das Tor. Und es ist klasse, wie jetzt wahrscheinlich Schlau drauf rausnehmen. Ja, Schlau drauf nehmen wir erstmal raus für Stindl, der ja letztens im letzten Part gegen Hoffenheim diese Volley-Aktion reingemacht hat, aber im Abseits stand. Naja, schaut euch es einfach an. Heute werde ich wohl noch Part 4 mindestens noch zusätzlich hochladen. Part 5, weiß ich nicht, wie es mit der Zeit ist. Aber ich denke, auch das müsste klappen. Ich brauche immer so für 3 Videos. Aber die werden jetzt auch länger. Und deswegen werde ich wahrscheinlich nur noch Part 4 heute hochladen. 5 für morgen habe ich das schon halt vorbereitet, weil ich morgen nicht viel Zeit habe zum LPen. Und wenn ich LPen kann, dann werde ich es tun. Aber ich glaube nicht, dass ich genug Zeit habe. Okay, sprechen wir weiter. Bunyaku. Rausch ist hinten und holt Hannover die Kugel zurück. Pogatetz. Breno. Stindl. Schmiedebach. Jetzt ist gute Zeit, mal
Nochmal um zu gucken. Ja, und Jakonan muss raus. Ich weiß nicht, ob ich Jakonan immer, warum ich das immer sage. Naja, Jakonan sage ich dann halt jetzt. Das war ja ein Linkstor eigentlich von Abdullah. Trotzdem will ich ihn rechts, links spielen lassen. Den. So. Pinto oder Rausch? Ich lasse Rausch nicht mehr spielen. Dann kommt Stoppelkamp auch mal zum Einsatz. Und das ist Lars Stindl, der, wie schon angesprochen, dieses Ding leider nicht reingemacht hat, aber jetzt mit viel Druck kommt. Stindl gegen Pinola. Pinola, der bleibt einfach im Aus. Ball will für Hannover. Und jetzt zwei neue Subich, unser Top-Edeljoker, hat das 1-0 geschossen. Gegen Hoffmann. Subich war es, glaube ich, im Abseits. Schade. Der ja auch unbedingt von Anfang an spielen wollte, wird jetzt trotzdem nur eingewechselt. Aber ich glaube, er hat damit, dürfte damit eigentlich keine Probleme haben. Auch wenn er gleich rumjault. Und ja. Wir dürfen uns Zeitüberschreibung nicht überschreiben. 15 Minuten. Ich will nämlich maximal 15 Minuten Parts machen. Und ich werde wahrscheinlich auch noch 6 machen. Part 6. Schätze ich, gucken. Und jetzt kommt Breno an. Aber irgendwie läuft das gerade gar nicht in der Abwehr. Breno rettet uns zweimal. Beziehungsweise das eine Mal lässt er den noch irgendwie vorbeikommen. Jetzt so wie ich. Macht er wieder das Joker-Tor. Er schießt. Ah, Raphael Schäfer hält ihn, musste er aber auch halten. Und Schmiedebach hat Platz, Zeit, sieht Stindl. Der sieht so Bich. Der kommt irgendwie dran vorbei. Schießt! Pfosten! So Bich gegen den Pfosten! Aus rund 16, 17 Metern zieht er mal mit links ab. Und dann so knapp dran vorbei. Okay, wir machen weiter. Stindl. Jetzt Dauerdruck von den Hannoveraner, der Auswärtsmannschaft. Und es steht 0-1, hätte hier schon 2 stehen können, so wie ich ja 2 gute Chancen gehabt. Der eine geht gegen Pfosten, der andere hat Raphael Schäfer pariert. Und Wollscheid, Hegeler. Mal gucken, was die Nürnberger, der Club, jetzt daraus macht. Brele. Ja, mein Bruder gerade genießt. Und wo war ich? Breno, der Kauf oder die Leihe hat sich für uns gelohnt. 15 Mille feste Ablöse, die wir nicht bezahlen werden. Oder, ja, kommt drauf an, wie viel Geld wir haben. Aber es ist auch egal, wenn, dann kaufen wir uns vielleicht noch so von denen. Dann müssen wir wahrscheinlich auch keine 15 Mille bezahlen. Ist zwar ein bisschen Getrickse, aber ich glaube, es ist auch wert, wenn Breno nachher für uns wichtig ist, sein kann. So wie ich, der ist Kopfballstark, haben wir auch gegen Hoffenheim gesehen. Ein Fallrückzieher geklärt, Breno, Jesus Gammes, Lars Stindl. Ja, sie wollen noch gewinnen, also die spielen jetzt auf Offensiv. Stindl mit links, nein, das ist nicht, schade. Irgendwie schieße ich immer nur flach, ich weiß auch nicht warum. Und, ja, wir spielen jetzt einfach das schnell noch zu Ende. Jetzt muss ich aufpassen, sie spielen ganz offensiv, Breno nicht mit einer guten Tat, aber dann ist Schulz noch da mit mir. Er war letzter Mann und holt den Ball, das ist wichtig, Stindl, der Ball kriegt er auch so wie auch immer. Stindl wieder verliert den Ball. Nicht sehr gut, aber das Spiel geht sofort weiter. Schneller Einwurf, der fehlschlägt. Pinola. Pinola spielt auf Boniaco, Boniaco gegen Breno. Breno. Der ist robust, trotzdem kommt er vorbei, Pogatetz mit dieser guten Tat. Jetzt drücken die Nürnberger, aber jetzt geht's in die andere Richtung. Fehler von Abdelau, der läuft da weg vom Ball, beziehungsweise Gemeinfehler. Breno, Pinto. Pinto auf Abdelau, direkt an Marmelade und geht ins Tor. Doppelpack Mohamed Abdelau in der 6. und in der 90. Und da bin ich echt sprachlos. Mohamed Abdelau macht dieses Ding. Unfassbar. Und jetzt müsste der Part gleich zu Ende sein. Ich hatte nicht mal so viel Zeit zum Aufnehmen. Ja. Und der Schlusspfiff kommt.
Wir müssen das natürlich jetzt noch zu Ende spielen. Mike Franz. Und das ist der Schlusswurf. 2:0 haben wir auch dieses Spiel gewonnen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.